Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ein Jahr, nachdem ich an meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen habe, das erste Mal Ayahuasca getrunken habe. Und was soll ich euch sagen? Es hat sich so viel verändert in meinem Leben. Generell bin ich mit Psychedelika erst vor einem Jahr richtig in Kontakt gekommen. Und zwar im Rahmen meines Ashtanga-Yoga-Teacher-Trainings in Mexiko, wo ich an mehreren Zeremonien teilgenommen habe. Ich habe euch auch da schon mal ein Video darüber gemacht, über Bufo. Und heute möchte ich über meine Ayahuasca-Zeremonie sprechen, die ganz schön viel mit sich gebracht hat. Ganz schön viel Schmerz, aber auch extrem viel Veränderung. Wenn ich jetzt ein Jahr so zurückgucke und ich mir überlege, an welchem Punkt ich da in meinem Leben war, das ist schon unfassbar und vor allem an welchem Punkt ich jetzt bin. Ich war damals in einer sehr, sehr depressiven Phase. Ja, ich leide ja schon seit Jahren immer wieder unter chronischen Depressionen, also immer so in Wellen, das kommt immer wieder und geht. Und ich weiß, dass ich damals mitten in der Corona-Krise ganz, ganz schlimm depressiv war. Und ich war in meiner Beziehung nicht glücklich, ja, obwohl mein Freund immer noch der gleiche ist. Und heute sieht es ganz anders aus. Ich hatte beruflich überhaupt keine Perspektive. Also ich bin ja ursprünglich ausgebildete Lehrerin, aber wusste, dass das überhaupt nicht meine Passion ist und mein Purpose, warum ich hier bin. Und ich das auf keinen Fall mein Leben lang machen möchte. Wusste aber auch, dass ich mit Yoga, ich war ja bereits ausgebildete Yoga-Lehrerin, nicht mein ganzes Geld verdienen werde und auch nicht möchte. Und ich war total verloren. Ich hatte überhaupt keine berufliche Perspektive, also gar keine Richtung, in die ich eigentlich wollte. Ich wusste schon so ein bisschen, was ich machen will, aber ich hatte keinen festen Plan, nichts. Ich habe mich da total verloren gefühlt. Ich hatte Konflikte mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter und ganz, ganz viel und große Schwierigkeiten, ihr da in den Vergebungsprozess zu kommen. Und ich hatte auch immer wieder Konflikte mit meiner Schwester, habe in einer WG gewohnt. Mittlerweile, ein Jahr später, hat sich mein ganzes Leben um 360 Grad gedreht. Ich bin jetzt mittlerweile Mami seit 6 Wochen. Meine Kleine wird morgen genau 6 Wochen alt. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin so verliebt. Ja, ist auch das ganze Oxytocin natürlich. Ich wohne in einer wunderschönen Wohnung zusammen mit meinem Freund. Wir werden jetzt wahrscheinlich vielleicht nochmal umziehen. Ist noch nicht ganz sicher. Eine große Wohnung mit Garten. Weil wir haben ja schon eine große Wohnung, aber wir haben keinen Garten. Das wäre auch super schön, wenn das klappt. Und ich bin glücklich in meiner Beziehung. Ich habe eine berufliche Perspektive. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen meine Prüfung zum Epigenetik-Experten absolvieren. Ich habe da was für mich gefunden, wo ich einfach total darin aufgehe, was ich liebe. Und was sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Ich plane mein erstes Retreat dieses Jahr. Finanziell bin ich natürlich noch lange nicht an dem Punkt, wo ich gern sein würde, aber ich sehe irgendwo so ein Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß, wo ich hin möchte. Die Beziehung zu meinen Eltern ist wunderschön. Wir sind fast tagtäglich in Kontakt, ob jetzt mit meiner Mutter und meinem Vater. Die wohnen ja beide sehr weit weg. Also mein Vater wohnt irgendwie 7, 8 Stunden von hier, meine Mutter 5, 6 Stunden von hier entfernt, von der Schweiz, in Mitteldeutschland. Und ja, die Beziehung zu meinen Eltern ist wunderschön. Meine Mutter war auch hier für über eine Woche, um mich mit der Kleinen zu unterstützen nach der Geburt. Und ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Wir sind beide so gewachsen und wir haben so viel geheilt. Wir können ganz anders miteinander umgehen. Und auch zu meiner Schwester, die Beziehung ist schöner als sie jemals war und inniger als sie jemals war. Und ich bin so dankbar für all diese Veränderungen und für mein Leben gerade. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden und ich kann überhaupt nicht sagen, ob das jetzt wirklich tatsächlich nur an Ayahuasca liegt. Definitiv liegt es aber an den psychedelischen Substanzen, an dieser Plant Medicine, an den Zeremonien, an denen ich teilgenommen habe, ob jetzt, wie viel da jetzt Ayahuasca zuzuschreiben ist und wie viel Bufo oder wie viel den Magic Mushrooms, die ich genommen habe, kann ich euch nicht sagen. Fakt ist, eins von den dreien oder alle drei zusammen haben mein Leben komplett verändert, haben mich komplett verändert, wahrscheinlich alles so ein bisschen, haben Anteile in mir geheilt und mir auf meinem Weg geholfen.
ohne dass ich noch eine Psychotherapie dranhängen musste oder sonst was. Ich möchte aber jetzt auch gleich im Voraus sagen, dass ich das nicht so weiterempfehlen würde. Deswegen, bevor ich euch jetzt erzähle, was ich genau erlebt habe, wie diese Zeremonie für mich war, was sich genau verändert hat, möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, die ich ganz, ganz wichtig finde, bevor ihr jetzt hier weiterfahrt in dem Video. Und ich bitte euch, das wirklich euch aufzuschreiben, euch einzuprägen, wenn ihr vorhabt, eine Ayahuasca-Zeremonie zu besuchen. Heutzutage ist es einfach so, dass Ayahuasca ganz, ganz viel missbräuchlich verwendet wird. Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse. Und dementsprechend gibt es auch Menschen, die nicht herausgehen und sich geheilt fühlen, sondern die wirklich Psychosen entwickeln und retraumatisiert werden. Und das möchten wir einfach verhindern. Deswegen erstmal zum Anfang. Was ist Ayahuasca überhaupt für alle die damit gar nichts anfangen können? Ayahuasca, man sagt, die Schamanen sagen, das ist die Mutter aller Pflanzen. Ayahuasca wächst meiner Meinung nach in Peru im tropischen Regenwald und ist eine psychedelische Pflanze, die wird auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet und dann trinkt man das, das ist also das ergibt ein Getränk und dann trinkt man das Ganze und dann trippt man für so 6 bis 8 Stunden ungefähr. Also mein Trip ging recht lange, der ging fast 8 Stunden. Ich habe sehr, sehr stark darauf reagiert und diesen Becher, den man trinkt, dieses Getränk, was man trinkt, das schmeckt irgendwie wohl auch für jeden anders, hat der Schamane gemeint. Für mich hat das so geschmeckt wie Lakritze. Manche finden es total eklig, manche finden es lecker. Und wie gesagt, man trinkt dieses Gebräu aus der Pflanze und vergisst sich dann total selbst und kommt dann in so einem psychedelischen Trip. Und für alle die, die noch nie Psychedelics genommen haben, ich kann euch gleich sagen, ich kann es nicht beschreiben, wie es ist und was es ist, weil man verliert sich, man weiß nicht mehr, wer man ist, man verliert Zeit und Raum und man erlebt Dinge nochmal, die man in der Kindheit erlebt hat. Das können sehr, sehr schmerzhafte Dinge sein. Also man kann diese Dinge nochmal erleben. Das ist überhaupt nicht gleich von Person zu Person. Ich habe Dinge nochmal erlebt aus meiner Kindheit. Man kann viele Dinge heilen. Schamanen sagen, Ayahuasca, eine Session Ayahuasca kann wie 10 Jahre Psychotherapie sein. Und für mich trifft das definitiv zu. Für mich war das so. Aber man muss eben einige Dinge beachten und richtig machen. Und das möchte ich jetzt ansprechen. Das erste ist die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist so unfassbar wichtig. Und die beginnt nicht erst 1 oder 2 Tage vorher, sondern die beginnt Wochen und Monate vorher vor Ayahuasca. Also je labiler der Mensch, umso intensiver sollte die Vorbereitung sein und umso mehr sollte die auch ernst genommen werden. Zur Vorbereitung gehören einfach zum Beispiel zum Teil die Diät. Dazu gehört, dass man gewisse Tage davor keine Bohnen mehr essen sollte. Man sollte gewisse Wochen davor auf bestimmte Fleischsorten verzichten. Man sollte auf Alkohol verzichten, Wochen vorher, auf andere Drogen, auf Medikamente. Vor allem, wenn man jetzt, wie ich, unter Depressionen leidet, ganz, ganz wichtig, man muss Wochen vorher oder sogar Monate vorher diese Medikamente absetzen. Ansonsten könnte es zu Kontraindikationen führen, die sogar tödlich enden können. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da erstens gut beraten fühlt durch euren Schamanen, wenn ihr das Gefühl habt, der kann euch irgendwie keine Antworten geben auf eure Fragen oder der begleitet euch nicht anständig, der macht euch nicht aufmerksam auf die Risiken. Und was wichtig ist, dann bitte macht diese Zeremonie nicht mit diesem Schamanen, weil das ist einfach keine kompetente Person, um so etwas mit euch durchzuführen. Ganz, ganz wichtig ist also die Vorbereitung. Und dazu gehört nicht nur die Diät, also was ihr esst, und auch nicht nur das Absetzen von Medikamenten, sondern dazu gehört zum Beispiel auch, was ihr vorher konsumiert an Medien. Also eine Woche vorher, 2 Wochen vorher würde ich auf jeden Fall raten, dass man komplett verzichtet auf irgendwelche Nachrichten, auf Filme, ganz speziell auf Filme, die viel Gewalt verherrlichen, auf Pornografie und auf alles, was irgendwie negative Energie in sich trägt, ist es ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach zu verzichten, weil das kann einen während der Zeremonie richtig in den Arsch treten. Und wenn Ayahuasca erstmal das bearbeiten muss, dann hat das keine Zeit und keine Kapazität, Dinge zu bearbeiten, die weiter zurückliegen und die viel tiefer in uns verankert und verwurzelt sind. Und das finde ich eigentlich, dafür macht man ja Ayahuasca, das finde ich sehr wichtig.
Ich habe das ganze Jahr im Rahmen des Yoga-Teacher-Trainings gemacht im Ashram, was bedeutet, ich war vorher schon sehr ausgereinigt. Wir hatten eine ganz strikte Diät, die vegan war. Wir sind jeden Morgen um 5, um 6 aufgestanden und haben ganz, ganz lang meditiert und haben unser Ashtanga absolviert und haben geschantet und haben gebetet und haben uns durch andere Zeremonien vorher schon ausgereinigt. Ich habe Kambo vorher gemacht, wo mein ganzer Körper erstmal entgiftet wurde. Also ich hatte eine ganz, ganz gute Vorbereitung auf Ayahuasca. Mein Körper war entledigt von allen Energien und ich konnte mich auf die tatsächliche Heilungsarbeit während der Zeremonie konzentrieren, beziehungsweise die Pflanze konnte sich darauf konzentrieren. Ich würde es also auch immer im Rahmen eines Retreats empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen, dass man auf Reisen geht und weil man sich dann danach fühlt, sagt, ach, das mache ich jetzt mal, weil das kann ganz böse enden. Und von daher, wenn ihr das macht, bitte immer im Rahmen eines Retreats, einer Therapie, so dass ihr auch vorher die Zeit habt, euch vorzubereiten, mit dem Schamanen zusammen und nicht auf euch alleine gestellt seid. Und dann kommt diese Zeit der Zeremonie und auch dafür habe ich ein paar Tipps. Ich habe erst eine Zeremonie gemacht, ich kann also auch nur das teilen, was mir geholfen hat. Ich denke, da gibt es kompetentere Menschen, aber ich möchte hier von meinen Erfahrungen reden. Was mir geholfen hat, war, dass ich einen Brief geschrieben habe. Ich habe einen Brief geschrieben vor der Zeremonie an die Pflanze, was ich gern erleben möchte oder auf was ich gern Antworten hätte, was mich derzeit beschäftigt, was ich gern auflösen möchte, wie ich mir mein Leben vorstelle in ein paar Jahren oder Monaten. Und habe nach Antworten gebeten. Ich habe Fragen gestellt, ich habe nach Antworten gebeten. Und diesen Brief habe ich mir einfach direkt vor der Zeremonie, den habe ich mir mitgenommen, den habe ich mir direkt vor der Zeremonie nochmal durchgelesen, habe ihn dann unter mein Kissen gelegt, wo ich auch zum nächsten komme. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr diese Intention setzt, also vielleicht in Form von einem Brief, und dass ihr dann ein Kissen und eine Decke mitnehmt, falls das dort nicht bereit ist. Ganz, ganz wichtig. Das hätten die damals uns total verpeilt zu sagen und ich wäre so aufgeschmissen gewesen, weil mir war schon während der Zeremonie so unfassbar kalt. Ich weiß es noch, ich hatte nur die Kraft nicht, meinen Pullover, der nicht mal einen Meter neben mir lag, zu greifen, weil ich zu sehr getrippt habe, wirklich zu sehr getrippt habe. Und deswegen, ich empfehle euch, nehmt euch warme Sachen. Ihr müsst es auf jeden Fall bequem haben während der Zeremonie. Die geht schließlich sehr lange, ja, 6 bis 8 Stunden. Und ihr braucht genügend Platz. Ihr kriegt wahrscheinlich auch einen Kotzeimer. Man tut ja währenddessen auch sich übergeben. Aber all das sollte euch eigentlich auch der Schamane oder die Gruppe nochmal erklären, wenn ihr gut aufgehoben seid. Dann, was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass die Gruppe nicht zu groß ist. Das war bei uns nicht so. Ich würde das deswegen ehrlich gesagt auch nicht mehr dort empfehlen, wo ich es gemacht habe mit dem Schaman, weil es hat für mich am Ende so gepasst und das war gut so und ich konnte damit gut umgehen und es gut verarbeiten. Aber ich würde es nicht weiterempfehlen, weil ich weiß nicht, wie labil ist eine Person und unsere Gruppengröße war einfach viel zu groß. Ich würde empfehlen, maximal 10 Personen. Weil das Problem ist ganz einfach, dass die Schamanen und auch die Leute, die dabei sind und die helfen, die haben einfach irgendwann keinen Überblick mehr. Und ich weiß es einfach noch, wie ich habe gefroren. Ich hatte so Durst und so Kopfschmerzen und niemand war da und konnte mir helfen. Ich konnte mir ja selber auch nicht helfen, weil ich zu stark getrippt habe. Und das ist einfach das Problem, was meiner Meinung nach einherging mit dieser großen Gruppengröße. Deswegen, ich finde es ganz wichtig, dass die Gruppe klein bleibt. Wenn ihr da macht, fangt ja nicht mit so einem Scheiß an von 50, 70 Personen, weil das habe ich auch schon gehört. Und die Leute, die da teilgenommen haben, denen ging es wirklich, wirklich nicht gut danach. Abgesehen davon, dass ihr dann gar nicht die Unterstützung bekommt, die ihr bräuchtet, sind das auch viel zu viele Energien in einem Raum. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, während so einer Zeremonie gibt es alle mögliche Art von Geräuschen. Da gibt es Menschen, die übergeben sich, da gibt es Menschen, die weinen, da gibt es Menschen, die schreien, da gibt es Menschen, die lachen, es gibt Menschen, die stöhnen und all das nimmt man ja auf und das nimmt man ja in seinen Trip mit und deswegen, je kleiner die Gruppe, umso besser, weil man muss sich schon ein bisschen abschotten können mit der eigenen Energie und das geht bei so vielen Leuten nicht. Das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, um eine gute Erfahrung zu haben und sich auch auf den eigenen Prozess konzentrieren zu können. Dann
Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Zeremonie ordentlich geschlossen wird und dass ihr dabei aufrecht sitzt. Das war bei mir ein Problem. Alle saßen schon aufrecht und ich hing da immer noch halbtot am Boden. Der Schamane musste mich hochziehen. Ich konnte mich gar nicht richtig oben halten. Und aus spiritueller Sicht sagt man, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Zeremonie geschlossen wird und dass man da dabei ist und präsent ist, was ich nicht sein konnte, damit man die Energiekanäle, die geöffnet wurden durch die Pflanze, wieder schließt. Und bei mir hat das nicht so richtig stattgefunden. Und ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ob ihr das für Schwachsinn haltet oder nicht, ich habe das danach gemerkt, dass Energien Kontakt zu mir aufnehmen wollten, ja. Also ich war ja noch in Tulum für eine Woche und da sind ganz komische Sachen passiert. Da sind Glühbirnen ständig zersprungen, wenn ich ein Licht angeschalten habe. Da sind Kabel durchgebrannt und ich habe gemerkt, also irgendwas stimmt hier nicht ganz. Ich glaube, hier muss ich nochmal Arbeit leisten und ich habe den Schaman nochmal kontaktiert, um das dann aufzulösen und die Zeremonie für mich nochmal zu schließen. Und damit diese fremden Energien nicht so viel Zugang zu mir haben oder nicht den Zugang zu mir suchen. Deswegen, auch das würde ich nicht unterschätzen. Und ich gehe ja schon davon aus, dass eher spirituell geneigte Menschen so eine Ayahuasca-Zeremonie buchen. Oder Menschen, die zumindest dafür offen sind. Deswegen nehmt das ernst, schließt die Zeremonie ordentlich mit ab, setzt euch ordentlich mit auf. Genau. Nach der Zeremonie finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ein Integrationsprozess gemacht wird. Das ist einfach das A und O, weil es können während so einer Ayahuasca-Zeremonie ganz viele verschiedene schmerzhafte Erfahrungen wieder hochkommen. Und man kann Dinge erleben. Ich hab meine Geburt zum Beispiel nochmal erlebt. Ich habe eine ganz, ganz traumatische Situation aus meiner Kindheit nochmal erlebt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man danach die Möglichkeit hat, in der Gruppe diese ganzen Sachen aufzuarbeiten und zu besprechen, zu reflektieren und zu integrieren. Das ist bei uns leider zu kurz gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind danach, ja, wir hatten dann zwar noch ein paar Tage Teacher Training, aber so wirklich gesprochen wurde darüber nicht. Wir konnten uns gegenseitig ein bisschen austauschen, das hat, glaube ich, schon geholfen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass es Anbieter gibt, die machen diese 2 Tage Ayahuasca und dann schicken sie dich nach Hause, ich finde, das ist einfach ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Vor allem nicht, wenn ich labile Persönlichkeiten habe, wenn ich traumatisierte Persönlichkeiten habe, für die das Ganze ja eine Hilfe sein soll und eine Art Heilung sein soll, dann ist dieser Integrationsprozess unglaublich wichtig. Und daran erkennt ihr auch einen wirklich guten Schamanen. Und die gibt es einfach viel zu selten heutzutage. Es ist einfach leider so, dass die meisten nur Geld damit machen wollen. Und einen richtig guten Schamanen erkennt ihr daran, dass danach noch Zeit ist, um das Ganze zu integrieren, um darüber zu reden. Und der ist einfach für euch da. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das solltet ihr wirklich beachten. Wenn ihr also zum Beispiel wirklich suizidal seid oder ihr seid schwer depressiv oder ihr habt andere Dinge, dann ist das ganz, ganz wichtig, damit es auch wirklich wie 10 Jahre Psychotherapie wirkt. Gut, ich denke, ich habe euch jetzt alle Warnhinweise gegeben und alles, auf was ihr achten solltet, damit ihr keine schlechte Erfahrung macht. Und was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass ihr keine Erwartung haben solltet an das, was ihr in diesem Moment erleben und sehen werdet und welche Antworten ihr bekommt. Also ihr könnt euch diese Intention setzen mit dem Brief, wie ich es gemacht habe, aber habt nicht die Erwartung, dass ihr genau eine Antwort auf die Frage bekommt, denn Ayahuasca wird euch zeigen, was ihr sehen müsst. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, einfach ein Vertrauen zu haben. Die Pflanze zeigt mir, was ich brauche. Die Pflanze gibt mir, was ich brauche. Und das muss nicht immer angenehm sein. Das sage ich euch gleich. Also meine Ayahuasca-Zeremonie war die Hölle. Das muss ich hier ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe danach gedacht, also währenddessen habe ich schon gedacht, wann ist das endlich vorbei? Und danach habe ich nur gedacht, an den Tag danach, ich hatte auch Kopfschmerzen des Todes. Deshalb nimmt die Diät ernst. Ich habe Bohnen noch gegessen. Ich weiß nicht, ob es das war oder ob ich einfach zu wenig getrunken habe während der Zeremonie. Es war ganz, ganz schlimm. Ich habe gedacht, mir sprengt es den Kopf weg. Ich habe den Tag nach Ayahuasca gedacht, ich mache das nie wieder. Das werde ich nie wieder machen. Das war ganz, ganz schlimm, dieser Kontrollverlust und was ich da erlebt habe. Und habe aber eine Woche später schon meine Meinung geändert, weil ich einfach die Heilung gemerkt habe, die eingesetzt habe. Und ich kann euch gleich sagen, dass nur weil ihr eine negative Erfahrung macht, also eine schmerzhafte Erfahrung während der Zeremonie, weil ihr viel schlimme Dinge vielleicht nochmal erleben müsst, bedeutet das nicht, dass Heilung nicht eingesetzt hat, erstens. Und zweitens, dass ihr jetzt
wie soll ich das beschreiben? Ja, dass einfach es bei euch nicht gewirkt hat oder ihr jetzt deswegen durchdrehen müsst oder sonst etwas. Das ist, glaube ich, etwas, ich glaube, Menschen, die das Ganze richtig anwenden, die also alles beachten, was ich gerade gesagt habe, und trotzdem glauben, sie können es nicht verkraften, die sind immer noch ganz, ganz viel in ihrem Ego. Das Ego will einen auch davon abhalten, Heilung zu erfahren und durch den ganzen Prozess zu gehen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man Ayahuasca richtig anwendet, im richtigen Rahmen, mit dem richtigen Schamanen, dann gibt es einem genau das, was man braucht. Und das kann schmerzhaft sein. Und die Heilung sieht meistens ganz anders aus, als man sich es vorgestellt hat. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel die Intention gesetzt, meine Depression loszulassen oder der auf den Grund zu gehen. Und was passiert ist, ich bin nach Hause gekommen. Es ging mir erstmal 2 Wochen lang gut und ich bin ja ziemlich schnell schwanger geworden und ich habe im ersten Trimester eine richtig deftige Schwangerschaftsdepression bekommen. Und ich habe erst im ersten Moment gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch Ayahuasca gemacht, ich habe Bufo gemacht, warum kommt das denn jetzt schon wieder? Und mir ist dann irgendwann bewusst geworden, als hätte mir die Pflanze das zugeflüstert, das ist dein Heilungsprozess. Also es kann tatsächlich sein, dass ihr nach der Zeremonie nach Hause kommt und euer Problem wird erstmal größer und erstmal schlimmer. Und das ist aber Part vielleicht des Prozesses. Das ist vielleicht einfach Teil der Heilung. Und was ich dann gemerkt habe, ich konnte das ganz, ganz anders annehmen. Also für mich war das dann so, okay, ja gut, dann ist das jetzt so und es ist okay. Und dann bin ich jetzt depressiv und mal gucken, wie lange. Und als ich das angenommen habe, war das für mich ganz anders auszuhalten. Und ich habe auch nicht mehr dagegen angekämpft. Und nach den 13 Wochen, also nach dem ersten Trimester, war das dann auch plötzlich wie weggeblasen. Also es war einfach weg. Ich muss auch sagen, dass mir Magic Mushrooms sehr geholfen haben, meine Depression gehen zu lassen. Vielleicht haben die auch da ganz, ganz viel nochmal gemacht. Aber ich kann euch sagen, es war weg und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es sein kann, dass ihr nach Hause kommt und im ersten Jahr nach Ayahuasca wird euer Problem erstmal schlimmer. Die Heilung kann erst im zweiten Jahr zum Beispiel einsetzen. Das ist möglich. Das bedeutet nicht, dass es nichts gewirkt hat. Das bedeutet nicht, dass es eure Probleme schlimmer gemacht hat. Sondern das ist einfach Part, das ist Teil des Ganzen. Und das möchte ich einfach noch mit euch teilen, weil bei mir war das so. Und ich finde es ganz wichtig, dass man einfach weiß, Heilung sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Sondern die Pflanze hat ihren eigenen Weg und die weiß, was am besten für mich ist. Und da muss man in so ein Vertrauen kommen. Und das ist auch während der Zeremonie ganz wichtig. Dass man während der Zeremonie lernt anzunehmen, was man gerade erlebt. Einfach mitzugehen, sich dem hinzugeben, sich fallen zu lassen, zu atmen. Und egal wie schlimm es auch ist, einfach anzunehmen und zu beobachten, zum objektiven Beobachter zu werden. Und das kann man total gut üben vorher, indem man anfängt zu meditieren. Das würde ich also auch jedem ans Herz legen, bevor er überhaupt mit Psychedelics rumexperimentiert oder irgendwelche Zeremonien macht. Ihr müsst euch in Meditation üben, denn Meditation hat ja genau das zum Ziel. Meditation hat nicht zum Ziel, das verwechseln immer ganz viele, dass man keine Gedanken mehr hat und im absoluten Frieden mit sich ist. Ja, das ist dann das ist das höchste Ziel. Und das wird man vielleicht auch nach Jahren mal erreichen. Aber Meditation hat als allererstes oder als allerwichtigstes zum Ziel, dass man die Gedanken, die man hat, nicht mehr verurteilt, sondern dass man zum Beobachter wird, dass man einfach annimmt, was gerade passiert. Die Emotionen, die hochkommen, die Angst, die hochkommt, was auch immer da passiert, einfach anzunehmen, sich dem hinzugeben, weil das ist während so einer Zeremonie, während so eines Trips unfassbar wichtig. Und für alle Menschen, die Angst haben vor Kontrollverlust, sollten sich darin üben und sollten vorher eine Meditationspraxis aufbauen. Das kann ich euch von ganzem Herzen empfehlen. Dann fällt es euch auch viel leichter, durch diese Zeremonie zu gehen und das alles irgendwie verarbeiten zu können und nicht absolut in Panik zu geraten, wenn ihr gerade nochmal eine schlimme Situation aus der Kindheit zum Beispiel erlebt. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also, was ich alles erlebt habe, war unfassbar vielseitig. Ich kann es nach einem Jahr gar nicht mehr alles so in Worte fassen. Ich weiß, dass ich meine Geburt nochmal erlebt habe. Ich habe ja bei meiner Geburt mehrere Minuten, also vielleicht 2-3 Minuten, ich weiß es nicht, ich müsste meine Mutter fragen, ich weiß, vielleicht war es auch gar nicht so lang,
habe ich nicht geatmet und musste intubiert werden. Ich hatte generell eine sehr traumatische Geburt mit der Saugglocke, die ging sehr lang. Ich habe nicht durchs Becken gepasst, hat man damals gemeint. Und ich habe das nochmal erlebt und ich habe tatsächlich auch nochmal nicht geatmet für eine ganze Zeit lang. Bis dann meine Nachbarin, die neben mir lag, die schon 20 Ayahuasca-Zeremonien hinter sich hatte und deswegen noch recht da war und für mich da sein konnte, bis sie mir dann die Brust gerieben hat, weil sie gemerkt hat, irgendwie atmet sie nicht mehr richtig. Ich habe das nochmal erlebt. Ich habe auch eine traumatische Situation aus meiner Kindheit nochmal erlebt, das weiß ich, da habe ich mich ganz ohnmächtig gefühlt. Und es ist wirklich so, dass man diese Sachen nochmal erlebt. Also man erinnert sich nicht nur dran, sondern man ist nochmal, es ist wie eine Rückreise in die Zeit. Man ist wirklich nochmal in der Situation. Und ich weiß nur, dass ich im Wohnzimmer stand, wo wir damals gewohnt haben, als kleines Kind. Und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult. Ich habe nach Mama gerufen, also wirklich so, Mama! Und sie kam nicht und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meine Eltern streiten gehört habe. Und das war ein ganz, ganz schlimmes inneres Gefühl und ich habe dieses Gefühl nochmal in mir gehabt und hatte auch so irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass darin viele meiner Probleme begründet liegen. Also ich fand es ganz spannend, dass genau so eine Situation kam, weil ich hatte gedacht, vielleicht komm noch mal, vielleicht muss ich Dinge mit meinem Stiefvater noch mal erleben, ja, der war ja sehr abusive uns gegenüber und das war ja in meiner Jugend, das gar nicht, also das kam gar nicht, davor hatte ich große Angst, das kam gar nicht, sondern es kam viel aus meiner ganz, ganz frühen Kindheit, habe ich noch mal erlebt und ich hatte das Gefühl, wie das war die Antwort darauf, warum ich unter Depression leide. Und ja, meine Eltern haben sich halt viel gestritten. Ja, also meine Eltern haben es ja auch nie böse mit mir gemeint, aber meine Eltern haben sich einfach viel gestritten. Und dann kommt so ein Kind ja auch leicht mal zu kurz und oder steht ganz ohnmächtig daneben, weinend. Und meine Eltern hatten auch rechte Schwierigkeiten, mit Emotionen umzugehen und haben dann auch immer zu mir gemeint, hör auf zu weinen. Und ist ja ganz klar, eine Depression resultiert daraus, dass man keinen Zugang mehr zu seinen Emotionen hat. Und mir ist einfach bewusst geworden, ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen, weil das ein Überlebensmechanismus von mir war. Weil ich vielleicht von jemandem aus der Familie ins Drauf bekommen habe, wenn ich geweint habe. Obwohl sie zu mir gesagt haben, hör jetzt auf zu weinen. Und um das nicht erleben zu müssen, habe ich gelernt, mich von meinen Emotionen zu entkoppeln. Und das hat mir Ayahuasca irgendwie aufgezeigt. Ich hatte natürlich auch schöne Momente während der Zeremonie, wo ich einfach nur im absoluten Orgasmus war, also vom Herzen heraus, ja, oder ich finde auch, Psychedelics fühlen sich auch so ein bisschen an wie ein Orgasmus im Gehirn, also wo du einfach nur so einen Herzöffner hast, wo du voller Freude bist und voller Liebe, das kann man gar nicht beschreiben, das ist was ich finde, was man im Leben ganz, ganz selten mal erlebt. Das öffnet so richtig das Herz, das hatte ich auch, diese Momente. Und dann hatte ich wieder Momente, wo ich wieder ins innere Kind bin und wo ich wieder ganz viel geweint habe und nach Mama gerufen habe. Und es war bei mir immer so ein abwechselndes Spiel. Und ich glaube, zumindest auch nach Angaben der anderen Teilnehmer, war ich diejenige, die am stärksten auf das Ganze reagiert hat und die am meisten auch getrippt ist und die am meisten auch Geräusche gemacht hat und gestöhnt hat und sich geschüttelt hat und sich gebissen hat. Man muss ja verstehen, wie das Ganze auch funktioniert. Ich glaube ja, dass man erlebt das Trauma nochmal und danach bewegt man sich oder schüttelt man sich oder beißt sich oder macht ganz komische Geräusche oder schreit oder so. Das ist ja alles aufgeschaute Energie, die rauskommt, ja. Und deswegen sieht das aus, als wäre man von einem Dämon besessen und es sieht ganz gefährlich aus. Ja, das ist diese aufgestaute Energie, die ich 27 Jahre lang mit mir getragen habe, die einfach raus musste. Und die Pflanze hat, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt, dass ich aber zwischendrin auch wieder diese liebevollen und schönen Momente brauchte, um das Ganze auch verkraften zu können. Und ich kann euch nur sagen, es hat am nächsten Tag, habe ich gedacht, mein Gott, ich bin gestört jetzt. Es ging mir richtig, richtig schlecht. Ich war fest davon überzeugt, das war keine gute Idee, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe dann gemerkt, wie viel Heilung es mir gebracht hat. Und ich merke es ja auch jetzt in diesem Jahr, wie sich meine Beziehung verändert hat. Meine ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen zu meinem Freund, zu meinen Eltern, zu anderen Menschen, meine ganze Sozialisation, mein Wesen.
Von daher, es hat mir schon sehr, sehr viel gebracht und sehr, sehr viel, ich konnte daraus sehr, sehr viel Heilung ziehen und ich bin dafür unfassbar dankbar. Und ich empfehle es jedem weiter und ich kann auch wirklich sagen, ich empfehle es auch Menschen, die psychisch krank sind, auch wenn viele davon ja abraten. Denn ich bin einfach ganz fest davon überzeugt, dass es vor allem für die life-changing sein kann. Ich kann euch dazu auch ganz sehr den Film Der letzte Schamane ans Herz legen auf Netflix. Guckt euch den unbedingt an. Aber, und das sage ich jetzt nochmal dazu, es ist umso wichtiger, je mehr Probleme du hast in deinem Leben, umso wichtiger ist es, dass je mehr Probleme du hast in deinem Leben und je mehr Angst vor Kontrollverlust du hast, dass du richtig begleitet wirst, dass du dir die Vorbereitung anständig machst, dass du dir die Intention setzt, dass du während der Zeremonie anständig begleitet wirst vom Schamanen und unterstützt wirst und dass du auch danach den Integrationsprozess machen kannst und vielleicht auch noch eine Psychotherapie anhängst. Weil was auch ganz, ganz wichtig ist, die Pflanze allein bringt dir nicht die Heilung. Die Pflanze zeigt dir, was ist der Grund vielleicht für deine Erkrankung, für deine Probleme? Die Pflanze zeigt dir, was musst du tun, damit sich dein Leben verändert? Was musst du tun, damit du Heilung erfährst? Sie kann dir auch etwas von dieser Heilung geben, aber sie macht nicht den ganzen Weg für dich und den ganzen Prozess. Das bist immer noch du, der die Arbeit zu tun hat. Und das muss einem einfach bewusst sein. Man kann nicht mit der Erwartung reingehen, ich mache die Zeremonie und dann bin ich geheilt und dann habe ich die Probleme nicht mehr, sondern wenn man an sich arbeiten möchte, dann ist es ein ganz, ganz tolles Tool und dann kann man nach Hause gehen und dann ist es eine ganz, ganz große Aufgabe, diese Lesson in sein Leben zu integrieren und das kann sich als wahnsinnig schwierig herausstellen und wird es wahrscheinlich auch sein, aber ich glaube, wenn man darauf vorbereitet ist und das weiß, dann kann man damit ganz gut umgehen und dann kann man daraus ganz, ganz viel Mehrwert ziehen und deswegen seid einfach darauf vorbereitet, dass danach ganz, ganz viel Arbeit zu tun ist und das nicht einfach wird und dass man aber auch das gar nicht bewerten muss, was man während Ayahuasca erlebt hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Man muss es nicht als etwas Schlechtes bewerten, man muss es nicht als etwas Gutes bewerten, man kann das einfach annehmen. Ich habe einfach das erlebt und es hat sich für mich schlimm angefühlt, aber ich integriere das jetzt in mein Leben. Ohne es zu bewerten und auch danach nicht zu bewerten, wenn wir zum Beispiel nochmal in unsere Depression fallen. Das finde ich ganz wichtig, weil das ist eigentlich der Grundstein, meiner Meinung nach, der Grundbaustein der Heilung. So, falls ihr Fragen dazu habt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Zeremonie ist immerhin jetzt schon ein Jahr lang her. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wollte vor allem ja auch euch einen Mehrwert mit diesem Video bieten, dass ihr wisst, auf was ihr achten solltet während so einer Zeremonie. Und nicht nur erzählen, was ich jetzt alles erlebt habe, weil ich habe viel erlebt währenddessen. Und ich hoffe, dass ihr euren Weg gehen werdet. Ich hoffe, dass die Leute, die sich angesprochen fühlen und die schon lange mal dieses Gefühl haben, ach, sie fühlen sich hingezogen zu dieser Pflanze, zu Ayahuasca, dass sie einen guten Schaman finden, ein gutes Retreat finden, wo das Ganze professionell gehandhabt wird. Und ich verlinke euch noch eine Dokumentation in der Infobox, die ich absolut empfehle für jeden, der an Ayahuasca interessiert ist, aber auch für jeden, der nicht daran interessiert ist, das zu machen, aber sich einfach generell gern mit dem Thema auseinandersetzt. Die heißt The Nature of Ayahuasca. Da geht es um ein Retreat Center, wo Leute hingehen, die wirklich schwer erkrankt sind, schwer psychisch erkrankt sind und dann irgendwie, ich glaube, mehr als 10 Zeremonien innerhalb von einem Monat absolvieren, aber mit Integrationsprozess und Psychotherapie und finde ich super toll. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch direkt in diesem Retreat anmelden. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video geholfen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben nachlässt und vielleicht auch ein Abo. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und es kommen demnächst noch Videos über meine Geburt etc. Macht's gut, bis bald!